Ja, das erinnert mich irgendwie an Inspektor meinen Collier? Traum. Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an. Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Naja, es gibt ja auch schon Collier Menschen, die sind in Fall einer Pfütze ertrunken. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Ja, der Inspektor scheint keine große Ambition zu haben, hier irgendwie rumzuermitteln. Für ihn ist wohl die Sache klar, Henry hat sich eingesoffen, ist ausgerutscht in den Teich gefallen, hat sich dort verheddert und ist ertrunken. Ja, aber nach all dem, was wir jetzt hier in der letzten Zeit so mitbekommen haben, können wir das nicht so wirklich glauben. Außerdem ist es ja schon sehr komisch, denn ich habe so etwas Ähnliches geträumt. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf zu dem geheimnisvollen, ja, Teich, in dem der gute Henry jetzt ja ertrunken ist. Denn in unserem Traum haben wir da etwas gesehen, einen Schlüssel, der zu Boden gesunken ist. Wieder mal sehr mysteriös das Ganze. Wieso haben wir das nur geträumt? Haben wir hellseherische Fähigkeiten? Wer weiß. Auf jeden Fall regnet es gerade. Und Samuel könnte ruhig mal einen Schirm rausholen. Sonst wird die schöne Lederjacke ja so nass. Ja, hier ist es passiert. Hier ist er reingeplumpst. Angeblich betrunken, so meint zumindest Inspektor Collier. Naja, wir glauben das ja nicht wirklich. Laut Bates und Collier hatte sich Henrys Leiche in den Wasserpflanzen verheddert. Aber wie kann er nur darin ertrunken sein? Okay. Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Ja, mal rausholen. Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Ich hätte Henry nicht bitten sollen, den Springbrunnen zu säubern. Wie hätte ich wissen können, dass so etwas passieren würde? Ja, also irgendetwas ist da drin, aber Samuel will es nicht rausholen. Oder kann man das so irgendwie jetzt anwählen? Nur springen. Am Boden glitzert etwas. Was kann das sein? Ja, das müssen wir jetzt irgendwie da rausholen. Weiß nicht, kann man irgendwie das Wasser vom Brunnen ablassen? Das muss ja irgendwie möglich sein. Hier ist der Zufluss.
Vielleicht im Keller. So was geht doch normalerweise ja immer über irgendwelche Ventile im Keller. Schauen wir einfach mal. Ah, rein zufällig steht doch die Tür zum Keller offen. Die Tür steht offen. Da unten muss jemand sein. Hier gibt's Wein. Und gruselige Geräusche. Naja, ich gehe wieder nach oben. Tudelu. Nein, Samuel, das stehen wir jetzt durch. Oh mein Gott, es ist Bates und er schleift das Messer. Bestimmt hat er damit Henry erstochen und jetzt bin ich dran. Ja, oder es ist einfach nur zu stumpf und er will wieder gescheit Zwiebeln schneiden können. Fragen wir ihn doch einfach mal. Bates? Ja, Sir. Zumindest will er mich damit mal nicht erstechen. Bates, lässt sich der Brunnen im Garten ausleeren? Ja, im Keller ist eine große Pumpe. Sie regelt den Wasserfluss für das ganze Schloss. Damit kann man den Wasserstand ändern. Nach dem, was passiert ist, halte ich es allerdings nicht für ratsam, ihn zu leeren. Und Inspektor Collier sollte vielleicht benachrichtigt werden, Sir. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Wir haben das Recht, herauszufinden, was geschehen ist. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. In dem Fall wäre es vermutlich das Beste, es niemandem zu sagen. Meinten Sie das, Sir? So ist es. Guckt mal hier hinten. Grausiges Mordwerkzeug. Ich fühle mich hier unsicher. Sie haben gesagt, Sie waren dabei, als man Henry aus dem Brunnen holte. Das war ich leider. Der Anblick war schrecklich. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich fühle mich verantwortlich für das, was ihm passiert ist. Warum sagen Sie so etwas, Sir? Nun, ich gab ihm die Anweisung, den Brunnen zu reinigen. Er wollte es nicht machen, aber ich beharrte darauf. So dürfen Sie nicht denken, Sir. Wenn er nicht getrunken hätte, wäre es bestimmt nicht passiert. Und ich habe gehört, wie Dr. Herman sagte, dass sein Todeszeitpunkt nach Mitternacht war. Es war nicht Ihre Schuld. Er hat ihn bestimmt nicht mitten in der Nacht sauber gemacht. Das hoffe ich sehr. Bates hat vermutlich recht. Henry ist höchstwahrscheinlich aus Versehen reingefallen. Haben Sie Robert heute gesehen? Ja, Sir Robert hat heute Morgen im Esszimmer Zeitung gelesen. Wenn Sie ihn sprechen möchten, finden Sie ihn bestimmt in seinem Arbeitszimmer. Ich habe mit Collier gesprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir eine Menge Fragen gestellt. Worüber hat er Sie ausgefragt? Viele Dinge. Aber hauptsächlich interessiert ihn, wo wir Henry gefunden haben. Es war sehr unangenehm, alles noch einmal beschreiben zu müssen, Sir. Ah. Oh. Können Sie wiederholen, was Sie ihm gesagt haben? Ich habe schon befürchtet, dass Sie das fragen. Tja, wenn es sein muss. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Zimmertür geweckt. Morris schrie etwas über Henry. Er war völlig durcheinander und brüllte zusammenhanglose Sätze. Er wollte, dass ich sofort mit ihm in den hinteren Garten komme. Zu dem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was geschehen war. Gingen Sie mit ihm zum Springbrunnen? Ja. Und erst dort wurde mir klar, was passiert war. Ich habe einen Augenblick gebraucht, um mich zu sammeln, aber dann ging ich sofort zum Telefon. Wie spät war es da? Etwa 6 Uhr morgens. Collier und Dr. Herman trafen eine Stunde später ein. Das ist alles, Sir. Den Rest kennen Sie ja. Ja, danke für Ihre Geduld, Bates. Wann ist Dr. Herman gegangen? Vor einer halben Stunde. Er brachte Henrys Leiche in die alte Leichenhalle. Hat er vielleicht gesagt, was er von all dem hält? Er hat sich länger mit dem Inspektor unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber Sie gesprochen haben. Ich war so aufgelöst. Ich habe nicht richtig hingehört. In Ordnung. Das wäre alles, Bates. Also liegt Henrys Leiche in der alten Leichenhalle. Was hatte Morris so früh am Morgen im hinteren Garten zu suchen? Er arbeitet doch im Stall, oder? Ja, aber manchmal hilft er auch im Garten. Henry kann nicht alles alleine schaffen. Ich meine, er konnte nicht. Bates, warum nehmen Sie sich nicht den Rest des Tages frei? Unter diesen Umständen müssen Sie nicht arbeiten. Nein, Sir,
Ich möchte nicht herumsitzen und grübeln. Ich möchte mich lieber um meine Pflichten kümmern. Das hilft mir, mich abzulenken. Ich verstehe. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Genau, denn Bates möchte nämlich lieber sämtliches Schneid- und Stichwerkzeug des Hauses hier schleifen. Ich bin ganz schnell weg. Gehen wir mal zum hinteren Teil. Hier muss ja irgendwo... Ah, genau, die Pumpe stehen. Hier ist sie ja. Gehen wir erstmal lieber direkt zur Pumpe. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Okay. Regler zur Wasserverteilung. Ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Ja, und da fehlt außerdem noch irgendwas. Zumindest ist das das Gerät, was wir als nächstes hier mal bedienen müssen. Denn, ja, um dieses komische leuchtende Ding oben, oder dieses glitzernde Ding oben aus dem Brunnen zu holen, müssen wir nämlich diesen erstmal entleeren. Und das machen wir irgendwie hiermit. Ich habe keine Ahnung, was sie im Einzelnen bewirken. Genau. Und Samuel weiß nämlich nicht, wie das Ganze funktioniert, aber, ja, zum Glück streunert ja noch der gute Bates hier hinten rum. Vielleicht kann der uns ja da ein bisschen helfen. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Bates, diese Pumpe, von der wir gesprochen haben. Ja, Sir. Ich glaube, sie ist defekt. Welches Ventil regelt den Wasserstand? Die Pumpe funktioniert schon, Sir, aber ein Zufuhrventil ist vor einiger Zeit abgebrochen. Der Wasserstand lässt sich immer noch mit den anderen Ventilen regeln. Man braucht nur einen Moment, um dahinter zu kommen, wie es geht. Woran kann ich denn erkennen, ob ich den Springbrunnen ausgeleert habe? Wenn ich mich recht erinnere, wird der Wasserstand des Brunnens in der zweiten Säule von rechts angezeigt. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Oha. Ja, und so kündigt sich ein neues Puzzle an. Und wir wissen ja alle, wie talentiert ich in diesem Puzzle bin. Naja, egal, da muss ich jetzt durch. Also frisch ans Drehen. Das wird jetzt bestimmt wieder Stunden dauern. Los geht's. Okay. Okay. Kann ich die auch andersrum drehen? Ah, sehr schön. Der hier muss irgendwie leer werden. Mal gucken, vielleicht geht das ja so. Ja, bis jetzt läuft's ja. Oh, oh. Jetzt steht bestimmt der Keller unter Wasser. Bates, schwimmen! Fertig. Ha, Glück gehabt. Juhu. Ja, direkt auf Anhieb. Ja, auch nicht schlecht.